vor ein großes Problem wieder. Die einen wollen in den Himmel und in die Hölle will keiner. Und ein Problem ist es nur dann, wenn die Aufgabe noch nicht gelöst ist. Auch die Aufgabe, sich das Wort einmal genau anzuschauen. Was ist denn erleuchtender? Wie ist denn alles im übertragenen Sinn am deutlichsten zu erkennen als denn durch helles Licht? Das helle Licht macht es bestens möglich, das zu erkennen, was wir die Wahrheit nennen. Und die kann für den einen schrecklich, für den anderen ein Segen sein. Das ist abhängig von der Wahrnehmung eines Menschen. Und das Wort Hölle weist bereits durch die beiden Punkte über dem Vokal O auf diese Abhängigkeit hin. Ein Vokal, welcher gleichzeitig eine Quelle symbolisiert. Der wahre Inhalt des Wortes Hölle ist helles Licht. Und dagegen steht die Nutzung dieses Wortes durch Führungskräfte der Religionen und anderer Glaubensrichtungen mit der Drohung, die Hölle sei der Ort des Leidens ohne Ende zum Beispiel. Ja, kann er sein, muss er aber nicht. Die Wahrheit erkennen. Das Erste und Letzte, das vom Genie gefordert wird, ist Wahrheitsliebe, meint Johann Wolfgang von Goethe. Ein Mensch ist motiviert durch etwas, das sehr viel mehr ist als nur Liebe oder Intellekt. Etwas, das das Gefühl beschreibt, wenn wir sagen, da stimmt etwas nicht. Und wir nennen es die Wahrheit. Wahrheit ist das krönende Prinzip, von dem alles ausgeht. Ein wahrhaftiger Mensch also, der die Eigenart seiner Sichtweisen, seiner Themen erkannt und damit geschlossen hat, was großartig ist. Ob es Angst ist oder Liebe, Mitgefühl oder Hingabe, alle Werkzeuge, auch die, die als extrem gegensätzlich zum Ausdruck gebracht werden können. Ein solcher Mensch, der Themen erkannt und damit geschlossen hat, versteht, dass all das nicht die Wahrheit selbst ist. Kommt der wahrhaftige Mensch mit der Wahrheit selbst in Kontakt, versteht er, dass die Wahrheit ebenfalls die Grundlage des Lebens genannt werden kann. Die Wahrheit ist Grundlage des Lebens, weil die Wahrheit grundlegend ist. Sie ist fundamental. Liebe ist großartig, ist notwendig, ist mächtig. Nur es ist nicht die Wahrheit. Es ist ein persönlicher Ausdruck von Wahrheit. Und auf einen persönlichen Ausdruck von Liebe kann eine Reaktion durchaus das totale Gegenteil sein. Angst genauso. Notwendig, mächtig und ebenfalls nur ein persönlicher Ausdruck von Wahrheit. Ich liebe dich. Was für ein egoistischer kleiner Satz. Ich liebe dich. Sagt sehr wenig über dich, aber alles über mich. Und wenn ich dich liebe und du mich nicht auch liebst, dann bin ich empört. Denn es geht ja schließlich nicht um dich, es geht um mich. Und ich erwarte etwas, wenn ich dich liebe. Also, Liebe kann Missbrauch sein, Manipulation, Kontrolle. Liebe ist egoistisch, solange sie missbraucht wird. Missbraucht mit dem angedrohten Verlust zum Beispiel.
Und wenn es dann angeblich auch noch ein Gott ist, dessen Liebe zur Debatte steht und der mit Entzug nicht nur droht, auf mannigfache Weise. Dich mag ich. Du bist meiner Meinung. Du darfst mit. Und du, du geh mal weg von mir. Du musst hier bleiben. Du kommst nicht mit in die, was weiß ich, schöne neue Welt. Du nicht. Aber ich liebe dich. Selbstverständlich. Das ist doch klar, oder? Da kommt in die Erinnerung ein Satz aus dem Film Revolver. Der Satz, bei dem es um das Ego geht. Das beinahe Lustige daran ist, dass es sich hier bei dem Wort Ego um ein Kunstwort handelt. Ein Wort künstlich gebaut, ohne jede Etymologie. Ohne Entwicklungsgeschichte. Ein Wort, einfach nur derzeit künstlich interpretiert als ich. Das bedeutet, es kann niemand ein Ego haben oder sein. Es kann nur jemand daran glauben, dass es eben doch so ist. Und da bringe ich doch gern mal den Satz aus dem Film ins Jetzt. Ego. Wer immer der Schöpfer dieser Täuschung ist, sein größter Schachzug ist es, uns glauben zu machen, er sei wir. Und am Ende des Films werden von schlauen Menschen, die schlauer sind als das Ego, und nicht wahrnehmen, dass sie ebenfalls mit wem auch immer nur Schach spielen. Am Ende des Films bauen sie nun ganz wichtige Sätze um diese Täuschung herum, ohne zu verstehen. Ego ist ein Kunstwort. Bestenfalls auseinandergeschrieben im Italienischen die Worte im Imperativ der Befehlsform los geh. Ebenso zum Beispiel das Wort Sex, ein fremdes Kürzel. Ein Kürzel, das als Ganzes Sexus einzig auf die Zugehörigkeit einer bestimmten Art hinweist. Die derzeitige Interpretation dieser Worte ist ebenfalls künstlich. Ist es so, dass sich etwas ändert? Wenn ich künstlich das Wort Ich mit einem J schreibe. Beide Möglichkeiten habe ich ja, J und I, nummeriert im Hebräischen mit 10. Schreibe ich doch zunächst einmal das Zeichen so, wie ich es spreche, J, mit D oder T am Ende. J, deutsch-hebräisch, ist schlicht das Desinfektionsmittel. Jod mit T geschrieben, wird im Übersetzungsprogramm gesteuert hin zum I gewechselt und bedeutet Tod. Das Desinfektionsmittel und Tod. Wir wissen, dass Infektion eigentlich hineintun bedeutet. Und derzeit beinahe ausschließlich für negativ hineingegebenes benutzt wird, dass man dann desinfizieren muss, damit es tot ist. Glatt könnte ich nun interpretieren, aha, schreibe ich Ich mit J, ist das Ich tot. Das könnte ich. Wenn es nicht tatsächlich eine Sprache gäbe, in der diese Buchstabenzusammenstellung J-C-H tatsächlich etwas bedeutet, in Usbekisch, und es bedeutet und so weiter. Ganz gleich, welchen eigenen Sinn ich in das JCH hinein interpretiere, der wahrhaftige Sinn schwingt immer gleichfalls mit. Und so weiter.
Und hier wären wir dann sinngemäß beim JCH und der Bedeutung Wiederholung und so weiter. Ohne die wahrhaftige Anerkennung der Gründe, weshalb ich nun ich mit J am Anfang schreibe? Vielleicht, weil ich mit dem, was ich denke und tue, keinesfalls einverstanden bin, mich dem vollkommen ausgeliefert empfinde und mir erzählt wurde, das läge an diesem schrecklichen Wort, ich. Und das wird nun totgeschlagen. Ohne die wahrhaftige Anerkennung der Gründe. Gründe, durch die wir bei bestimmten Themen bleiben. Bleiben die Themen insgesamt hinein und in uns offen. Und der Krieg in mir endet keinesfalls. Was wir wirklich gut gebrauchen können, erklärt uns das Wort Intimität. Intimität ist das genaue Gegenteil dessen, wofür das Wort Liebe in dieser Welt überwiegend unbewusst belebt wird. Intimität, intim, vertraut, eng verbunden, intimus, der innerste, tiefste, vertrauteste Freund. Lass uns vorweg kurz klären, dass Intimität derzeit offiziell ein verhüllter Hinweis auf eine sexuelle Beziehung ist. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber die beiden da, also die sind sehr intim. Ursprünglich aber bedeutet Intimität in deutscher Sprache die Hervorhebung eines Menschen als innersten, tiefsten, vertrautesten Freund. Und das muss mit Sexualität rein gar nichts zu tun haben. Es macht aufmerksam, dass die verhüllte Erklärung des Wortes intim, die auf Platz 2, jetzt als der alleinige Inhalt gelebt wird, Sexualität. Und was ist mit Liebe? Liebe scheint derzeit überwiegend nur sinngemäß im Zusammenhang mit Liebesdienern und Dienerinnen erlebbar zu sein. Mit Menschen also, die auf unterschiedliche Weise in Anführungszeichen bezahlt werden. Verständlich ist es, es passt perfekt zum Geldsystem dieser Welt. Intimität bedeutet du. In der Partnerschaft mit dir ist mein Ich aufgelöst. Das ist der größte, reinste Teil in uns. Das ist unser göttliches Wesen. Intimität bedeutet Wesentliches. Wir, du, innigster, tiefster, vertrautester Freund und ich. Liebe, Sexualität, ehemals das Liebesspiel, sind derzeit wie Dinge, diese beiden Worte werden begleitet von Bedingungen. Schockierend, zwei Worte, sind in dieser Welt Dinge, die Ehen zerstören und Menschen voneinander trennen. Ist das die Wahrheit? Nun, es ist wahr. Und es bedeutet keinesfalls, dass da irgendetwas falsch ist, sondern es ist ein Baustein der Wahrheit, den es gilt zu erkennen. Es ist keinesfalls die ganze Wahrheit. Wir können also die Wahrheit über etwas sagen, aber es ist nie die ganze Wahrheit. Die Bedeutung ist nicht die, dass wir partiell lügen.
Auch eine Halbwahrheit wäre eine Komplettlüge. Nein, wir konzentrieren uns auf die Wahrheit selbst. Auf das, was die Wahrheit verlangt. Und die Wahrheit verlangt das, was wahr ist. Und genau so verlangt es das Leben. Das ist der Grund dafür, dass wir einzig Wahrheit erleben können. Unsere Wahrheit. Unser wahrhaftiger Grund, warum wir etwas denken oder tun, gestaltet unser Erleben und nicht, dass wir etwas denken oder tun. Das, was wir denken und tun, geschieht auf der Basis unserer Wahrheit. Unsere Erlebnisse und Erfahrungen sind gestaltet aus unserer Wahrheit. Und sollten wir uns mit Themen wie Krieg beschäftigen, wird das, was wir daraufhin erleben, durch den wahrhaftigen Grund unserer Beschäftigung gelenkt. Warum ist Krieg so interessant? Die Beschäftigung selbst mit einem Thema, das Auslesen des scheinbar erweiterten Sinns der Worte zum Beispiel, ist absolut zweitrangig. Wenn überhaupt. Erkennen wir die Wahrheit, den Grund unserer Beschäftigung? Vielleicht geboren aus Langeweile. Vielleicht ist es Hoffnung oder Verzweiflung. Erkennen wir diesen Grund nicht an, gestaltet der unsere Wahrnehmungen, unsere Erlebnisse, bis wir es tun. Das ist der Grund andauernder Wiederholungen und so weiter. Einzig unsere persönliche Wahrheit wird als Erlebnisse und Erfahrungen offenbart. Nicht mehr, nicht weniger. Wahr ist auch, dass Menschen niemals die ganze Wahrheit leben können. Die Wahrheit ist alle denkbaren Wahrheiten. Kein Entweder-Oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch. Die Wahrheit macht alles als denkbar möglich. Keinesfalls zwingend auch wahr. Die Wahrheit schließt nichts aus. Moment. Die Wahrheit schließt nichts aus. Was immer dieses ausgeschlossene Nichts auch sein mag, wer weiß das schon. Wahrheit braucht keinen Schmuck, keine Ausschmückung. Wahrheit braucht kein Drama. Aus Wahrheiten werden Dramen gestaltet. Und so sind der erhabenste Mensch und der widerwärtigste Mensch, wenn wir über Wahrheit sprechen, dasselbe. Ein Mensch. Erhaben oder widerwärtig sein sind Einstellungen eines Menschen. Die Eigenart eines Menschen erzeugt verschiedene Taten, macht unterschiedlichen Eindruck, zündet unterschiedliche Gefühle und all das ist der Inhalt des Wortes Mensch. So wie der Schneebesen nichts über das Wort Küche erklärt, außer dass man ihn zumeist dort antrifft, kann Erhabenheit oder Kriminalität nichts über das Wort Mensch erklären, außer dass man beide Eigenschaften manchmal sogar in einem Menschen antrifft. Warum? Das wissen wir dann immer noch nicht. Dafür müssten wir die ganze Geschichte eines Menschen kennen. Und genau so lernen wir, was genau ein Mensch ist und was er wohl mit Wahrheit zu tun haben könnte. Ein Mensch und sein persönlicher Ausdruck hat mit seiner Wahrheit zu tun, mit seiner Reife. Alles, was wir erleben, ist die Wahrheit.
Ein Mensch erlebt das persönliche So-Sein als seine eigene geistige Reife. Alles Erlebte ist absolut wahr. Wenn also jemand fragt, was sollte ich tun, um Deutscher zu werden? Dann kann die Antwort sein, Deutsch lernen. Ist das die Wahrheit? Ja. Lernt er, weil er es liebt? Möglich. Lernt er, weil ihm langweilig ist? Möglich. Lernt er, weil er Angst davor hat, was ist, wenn er es nicht tut? Möglich. Nur all das ist gleichgültig. Es ändert in Wahrheit nichts. In Wahrheit ist das eine nicht wichtiger, besser, richtiger als das andere. Das ist die Wahrheit. Selbstverständlich ist, dass Gefühle, die Zündfunken unserer Tätigkeiten, zum Beispiel Gefühle wie Angst, Liebe, Erhabenheit, Widerwärtigkeit, zu unterschiedlichen Taten und Ergebnissen im Ausdruck führen. In diesem Beispiel der deutschen Sprache. Und damit zu verschiedenen Erlebnissen und Ergebnissen führen. Und so schreibt dann der eine einen Krimi und der andere einen Liebesroman. Und genau das ist die Wahrheit. Es gibt keine größere Wahrheit. Ob der eine Mensch aus Liebe lernt oder ein anderer aus Angst, beide Menschen haben gute Argumente. Und beide sind wahr. Und wahr ist wahr. Wir verstehen, dass unterschiedliche Ansichten, Sichtweisen zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erlebnissen führen. Wenn hier die Metapher des Kinos greift, dann als ein interaktives Kino. Und ein Drama wird daraus, wenn persönliche Ansichten als das einzig Richtige, als die Wahrheit benutzt werden. Dann ist keine Sichtweise. Da haben wir dann den Salat. Was bedeutet es eigentlich, wenn für uns etwas wirklich, wirklich wahr ist? Für mich ist etwas wirklich, wirklich wahr, wenn ich wahrhaftiger Zeuge bin, wenn ich etwas wahrhaftig erlebe. Erfahren kann ich vieles, beinahe zu vieles. Nur das, was ich erfahren habe, gelesen, gehört oder durch irgendein Medium angeboten bekomme, das ist nicht zwingend wahr. Das Phänomen ist, dass auch hier aus einem Adjektiv, dem Wort wahr, ein Hauptwort gemacht ist, Wahrheit. Und damit scheint das Wort wahr beinahe unsichtbar zu sein, wird nicht mehr der tiefen Bedeutung nach tatsächlich wahr genommen und verkommt zum Wort Meinung. Und die Angst eines Menschen, aufgrund seiner Meinung abgelehnt zu werden, was er sicher mehr als einmal erleben durfte, führt dann dazu zu glauben, der anderer Meinung als ich ist, kann nur ein Gegner sein. Wahr ist, dass jeder Mensch zu erschrecken ist, auch mit der Ablehnung seiner Meinung. Menschen können sich bewusst selbst erschrecken, wenn sie sich entsprechende Filme anschauen oder Bücher lesen. Doch diese Art Schreck hinterlässt kaum Spuren, außer ein lächelndes Gesicht. Boah, ey, das war ja gruselig. Menschen können auch, nachdem sie einen Schreck eingejagt bekamen, die Welt geht morgen unter, aber übermorgen ist da kein Geld mehr, Bomben fliegen, wir ersticken, da ist kein Essen, weil die Bienen sterben, etc., etc. Das Angebot ist reichhaltig. Menschen können diesen Schreck,
diese angebotene Idee nun zu realer Angst machen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und was sich daraus ergibt, das beobachten wir gerade. Und die Frage darf sein, wenn jeder Mensch zu erschrecken ist, wie lange bin ich es denn? 10 Sekunden? Tage, Jahre, ein ganzes Leben lang? Wahrheit, sag ich euch, Wahrheit und immer Wahrheit. Versteht sich meine Wahrheit, denn sonst ist mir keine bekannt, schreibt Friedrich Schiller. Nun, nehmen wir Schiller doch mit und gehen mit ihm über das, was ihm bekannt ist, hinaus. Friedrich, wenn jemand eine andere oder ganz und gar gegensätzliche Meinung zu dir hat, dann ist der von euch beiden nahe der Wahrheit, der die Gründe herausfindet, die für den anderen und seine Sichtweise und seine Taten sprechen und diese für wahr annimmt. Ohne seine eigene Sichtweise ändern zu müssen, sondern um zunächst einmal den wahrhaftigen Sinn, die Sichtweise des anderen, also seine Wahrheit, ehrlich kennenzulernen, verstehen zu lernen. Und dann schaut man weiter. Ist es wahr, dass ich denke? Ja. Ist es wahr, was ich denke? Möglich. Inge Schuster hat neulich geschrieben, dass die größte Herausforderung wohl die sei, ehrlich zu sich selbst zu sein. Vielleicht ist es die größte Herausforderung. Ganz sicher fordert sie einen besonderen Mut und die größte Vergebung. Da erinnere ich eine Geschichte. Ein Mensch ist gestorben. Da, wo er nun ist, nimmt er den Weg zum Paradies wahr. Er überlegt einen Augenblick und erinnert, dass er nicht immer alles richtig gemacht hat, ja sogar manches Mal recht ungerecht und schrecklich war. Er verwirft diesen Gedanken wieder und geht direkt ins Paradies. Und Gott beobachtet ihn. Nach einer Weile geht der Mensch raus aus dem Paradies und hin zu Gott und sagt zu ihm: Gott, du Mächtigster und Barmherzigster, ich weiß, dass ich eigentlich gar nicht ins Paradies gehöre und ich fühle das mehr und mehr. Bitte, kannst du mir nicht alle meine Sünden vergeben? Und Gott sagt: Diese Bitte hätte ich nicht erwartet, aber in Ordnung, das tue ich. Und glückselig ging der Mensch zurück ins Paradies. Nach einer Weile aber ging er wieder zu Gott. Und Gott sprach: Was kann ich für dich tun? Und der Mensch antwortete: Gott, du Mächtigster und Barmherzigster, es ist ganz wundervoll, dass du mir meine Sünden vergeben hast, aber ich fühle mich immer noch unwohl. Ich erinnere mich immer wieder an meine Sünden. Kannst du sie nicht ganz einfach, ganz und gar aus mir herausnehmen? Und Gott sagt: Diese Bitte habe ich nicht erwartet, aber in Ordnung, das tue ich. Und Gott nahm alle Sünden des Menschen aus ihm heraus. Doch damit auch alles, was zu diesen Sünden gehörte. Und dann stand der Mensch da, vollkommen leer. Und der Mensch sagte: Ich verstehe, kannst du mir bitte alles wieder zurückgeben? Und Gott gab wieder alles in ihn zurück. Der Mensch ging zurück ins Paradies, aber nur, um nach kurzer Zeit abermals zu Gott zurückzugehen. Was kann ich jetzt für dich tun? Fragt Gott. Der Mensch antwortet ihm: Weißt du, mächtigster und barmherzigster Gott, ich bin dir sehr dankbar,
dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Aber ich selbst, ich kann mir einfach nicht vergeben. Bitte, kannst du es nicht so machen, dass ich mir vergeben kann? Und Gott antwortet: Diese Bitte habe ich erwartet. Doch diesen Stein kann ich nicht für dich heben. Solange wir nicht erkennen, dass da keine Schuld ist, glauben wir, dass uns vergeben werden muss. Und das wiederum glauben wir nur dann, wenn wir für etwas, das wir tun und als falsch erkennen, versäumen, um Verzeihung zu bitten. Hier und jetzt, in diesem Leben. Nicht im Himmel, nicht im Jenseits, hier und jetzt. Das Sanfte daran ist, dass wir nicht einmal mit unserem Schöpfer darüber reden müssen. Er kennt unsere Wahrheit, bevor wir sie erkennen. Und dafür, dass wir die Wahrheit kennenlernen, schenkt er uns Zeit. Etwas, nenne es Geschichte, das mir gezeigt ist. Die Welt, die gern als über dieser Welt erklärt wird, ist eine Welt, von der aus wir beobachtet werden. Der Irrtum ist, zu glauben, dass die Welt über dieser Welt eine ist, in der unsere Brüder und Schwestern geistig reifer sind als wir, die wir uns hier auf die materielle Welt konzentrieren, in ihr sind. Tatsächlich ist es umgekehrt. Um als Wesen, das wir sind, ein materielles Leben erleben zu können, ist eine ganz bestimmte geistige Reife die Voraussetzung. Die Voraussetzung auch dafür, zum Beispiel automatisch Reagierende zu erkennen, jene also, die sich selbst noch nicht erkennen. Diese grundsätzliche geistige Reife, ein ganzes Leben zu erleben, wird zunächst als Beobachter erlangt, um die Daten zur Gestaltung eines menschlichen Körpers für uns zu erlangen. So mag es vorstellbar sein, dass wir nach dem Erleben und Verstehen des Inhalts dieser monetären Gesellschaft erst einmal Beobachter einer weiteren, für uns neuen Welt sind. So ist die Erklärung, diese materielle Welt sei die niederste, mit Abstand unterste Welt, genau umgekehrt. Diese Welt ist für uns als Wesen, die wir sind, mit Abstand eine der schwierigsten und größten Herausforderungen überhaupt. Warum? Wir können es im Grunde leicht erkennen. Angefangen damit, dass keiner von uns sich daran erinnern kann, woher er gekommen ist. Und mal nebenbei. Und obwohl das so ist, dennoch zu glauben, dass es nur wichtig ist zu wissen, wohin man danach dann gehen wird. Na gut. Also, da ist keine Erinnerung, sondern wir können einzig das nutzen, was uns über diese Welt erzählt wird. Und durch diese Weltgeschichte ist uns bekannt. Lass uns einfach sprechen, dass die stärksten Menschen aus der Geschichte hervorgehen, die voller Schwierigkeiten ist. Schwierigkeiten, die erkannt und überwunden werden. Den Umkehrschluss beobachten wir jetzt. Menschen, die in einer Geschichte als Kinder mit verunsicherten Vätern und Helikoptermüttern als Begleiter beginnen. Kinder,
die benutzt werden können und sich sinnlos, scheinbar freiwillig auf der Straße festkleben. Schwierigkeiten, die es gilt zu erkennen, um sie zu überwinden, bedeutet derzeit Krieg woanders. Hier und jetzt für uns sind es Schwierigkeiten, Kriege ganz anderer Art, die uns wesentlich verwirren können. Nochmal, die Kriege, die wir jetzt in uns führen, sind ganz anderer Art. Warum sonst wird die Geschichte von einer zukünftigen neuen Welt voller Frieden, positiver Spannung, eigener Macht und Herrlichkeit erzählt? Kann es sein, dass genau das, eine Welt voller Frieden, positiver Spannung, eigener Macht, voller Herrlichkeit, kann es sein, dass genau das eine tief empfundene Erinnerung in uns ist? Die Erinnerung an die Welt, in der wir alle grundsätzlich zu Hause sind. Kann es sein, dass diejenigen von uns, die sich geistig in Richtung des Schöpfers dieser Welt bewegen, die Wahrheit in aller Tiefe erkunden, um seine Schöpfung verstehen zu lernen? Und kann es sein, dass das der Grund dafür ist, dass bestimmte Fragen hochkommen? Fragen wie zum Beispiel: Warum geschieht besonders den großartigen Menschen oft Schlimmes? Kann es sein, dass die Antwort darauf die ist, weil sie diejenigen sind, die das Schlimmste erleben, um es für uns in Erfahrung zu bringen? Und die es ertragen können. Wenn die Grenzen von richtig und falsch zu verschwimmen scheinen, dann ist das keinesfalls scheißegal oder haha, nur ein Traum. Es ist wahrscheinlich genau der Zeitpunkt, an dem deine klare Antwort gefragt ist. Das ist mir gezeigt. Und es erinnert mich daran, dass es wohl der Zeitpunkt ist, über den Johannes einen Brief schreibt. Offenbarung 3. Die 7 Sendschreiben, es wird erzählt, dass diese Briefe dem Johannes von Jesus diktiert sind. Nehmen wir das mal an. Vers 14 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge des Anfangs der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst: Ich bin reich, ich habe mehr als genug, ich brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und nackt. Die Wahrheit der mir überantworteten Gründe einzusehen, verhindert, dass an Dinge wie Schuld und Sünde geglaubt wird. Warum würde man eigene wahre Gründe ignorieren wollen? Um sich nicht schuldig fühlen zu müssen. Diese Verwirrung ist es letztlich, die uns auf einen zerstörerischen Pfad führt. Wir verstehen dann immer noch nicht, dass der, der uns alle ständig schöpft, er hat jedem von uns Gründe und damit Erlebnisse mit auf den Weg gegeben. Wessen Gründe erleben wir hier also?
An dieser Stelle hat der ein Problem, also etwas, das er keinesfalls lösen kann, denn gelöst werden können Aufgaben. Es hat also an dieser Stelle der ein Problem, der ein omnipotentes Ego illusioniert und es als Gott benennt. Der trägt nun seiner Meinung nach für alles die Verantwortung. Na dann? Es braucht eine besondere Art von Mut. Mut, der uns abhält. Mut, in dem uns ab der Vater hält. Einfach wegzulaufen. Von der ehrlichen Erkundung der Wahrheit dieser Gründe. Und so fremd sie uns zunächst auch erscheinen mögen, braucht es diesen Mut, sie als wahr anzunehmen. Anzunehmen, um jetzt endlich eine klare Antwort darauf zu geben. Nicht scheißegal und hahaha, nur ein Traum. Wenn schon Themen in unserer Welt hochkommen, ist das niemals ohne Grund. Und da ist eine klare Antwort auf diese Themen zu geben, sicher eine gute Idee. Und wenn es auch nur ein »Das geht doch sicher auch anders« ist. Antwort an wen? An den, der uns alle ständig schöpft. Na gut, meistens erschöpft. Die größte Schwäche, als solche wirklich erkennen und annehmen, kann umgekehrt ebenfalls eine ganz besondere Stärke sein. Lass dich überraschen. Der Schmerz über gemachte Fehler, die wir wahrnehmen, mag nie so ganz verschwinden. Doch sobald wir Schuld streichen, verstehen wir. Du, innigster, tiefst vertrauter Freund, in dir ist mein Ich aufgelöst. Gemeinsam deine Schöpfung erleben und durch eine wahre Antwort, durch das Verstehen der tiefsten Abgründe, ist die Sicht weise. Die Wahrheit ist alles, was wahr ist.